habe das Game schon 3 oder 4 Mal gespielt. Okay. Freut mich. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Und wie ist es, ich hab's noch nie gespielt. Für die, wie hat's dir gefallen? Nicht spoilern, bitte. Oh. Das kommt wieder geflogen. Guck dir den Bus auch mal an. Da ist ein bisschen Müll unten gelandet. Ich bräuchte mal einen Kubus. Naja, brauche ich einen Kubus oder. Fliegt der Kubus? Da ist der Kubus. Scheinbar brauche ich den Kubus. Das Portal 1 habe ich schon gespielt. Das haben wir schon. Das haben wir schon im Stream durchgespielt. Portal 1 fand ich super, super. Fand ich nicht schlecht. Hab ich gerne gespielt. Portal 2. Ja. Spiel ich jetzt. Du musst nicht mit dem Müll testen. Es ist nur Müll. Das bestimmt nicht, was hier Müll ist. Super messy unterwegs. So. Was mache ich mit dem Müll? Ach, darüber muss der Müll. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Oh, halt doch die Schnauze. Tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Das nennt sie mich Darum fett muss ich und jetzt dich jetzt noch jetzt einmal Müll nennen. Der Roboter ist ein Hater. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Ah. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Sorry, musste gerade ein bisschen gehen. Mir war gerade spontan langweilig. Oh, der Begleiter Kubus. Habe ich dir etwa aus Versehen einen Test vermasselt? Tut mir leid. Was hast du mit Begleiter Kubus gemacht? Anderen. Begleiter Kubus. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's? Schade. Wir haben Krieg genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Ja. Beleidigt einfach. Das ist beleidigt und lügt. Ich
vielleicht. Tja. Ich bräuchte einen Begleiterkompass. Tja, das hat ja nicht so gut geklappt. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Ach ja. Nimm bloß nichts mit. Okay. Wir holen uns den Begleiterkubus. Nimm bloß den Begleiterkubus nicht mit. Können wir den mitnehmen? Können wir den mitnehmen? Ich glaube, wir schaffen es auch so. Wahrscheinlich nicht. Begleiterkubus mitnehmen. Okay, ich habe eine Idee. Hier können wir den während des Fluges loslassen. Ja. Nee, ist er nicht. Hier ist er. Können wir den mitnehmen, Willi? Es bleibt nicht oben. Das ist ja das Problem. Was du meinst. Nee, kommt der Bastian ganz hin. Das geht ja nicht. Wir gehen kein Portal hin. Das ist das Problem. Da kommen wir nicht ran. Ich
jetzt gemeinsam. Nein. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam und wir haben so viele davon. Du Monster. Dieses Monster. Kaputt ist das also. Aha. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Emanzipationsgrills. Okay. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Thank you.
Tja. Dass der. Das sehe ich ja nicht. Natürlich müssen wir den auf eine Höhe bringen. Aber. So wird es auch mit dem Laserstrahl nichts. Shh.
bin auch dort. Das war, glaube ich, keine schlimme Lichtidee. Das hier so hinstellen, dass das dann zufliegt. Ist kein blödes Ding. Vielleicht, dass wir hier durchschießen können. Thank you.
bevor ich nicht zerplatzt bin. Okay, nee, das geht nicht. Ah, warte, vielleicht. Jetzt schieben wir den durch den Portal. Kubus. Und durch das Loch nach oben. Okay, ja, genau das. Ich schwöre es, ich habe es nicht gelesen. Jetzt müsste das. Weiter geht's. Teil 3, die Rückkehr. Oh. Danke, Willi, für dein Follow. Willkommen in der älteren Community. Der Alert hat nicht funktioniert, weil ich war so blöd. Ich habe die Spielszenen noch über die Alerts gemacht. Für dich alertet. Schade, kann man nicht kaufen. Hey, ich bin's, mir geht's gut. Okay. Nice. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst okay. Das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht, ich lachte einfach so rum, dachte schon, das wäre meine. Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Oh. Hallo, Endfox. Und willkommen in der älteren Community. Ich entschuldige mich dafür, dass die Alerts nicht funktionieren. Die funktionieren, ihr hört sie, aber sie liegen unter dem. Ich habe vor dem Stream die Ebene mit dem Spiel. Und der Spielaufnahme liegt über den Alerts. Ich war so blöd. Fühlt euch alertet. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er. Du hast wohl die Ladekapazität überschritten.